Und willkommen zurück zu The Forest. Unser Essen brutzelt noch. Beim letzten Mal sind wir ganz hinterhältig überfallen worden. Alter, das war schon fies. Aber so richtig. Aber offenbar, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal nicht getroffen habe oder weiß der Himmel was. Aber offenbar können wir die Eingeborenen mit dem Bogen nicht verletzen. Das macht das Ding eigentlich schon wieder hinfällig. So. Aufgerüstet. Und wir müssen noch Baumstämme sammeln. Sofern wir dabei nicht unterbrochen werden. Sind die wahrscheinlich echt aus dem Wald hinter uns gekommen. Das war ja mal richtig blöd. Und unsere Hütte ist eine Scheißidee, haben wir festgestellt. Die springen einfach rüber. Das ist denen vollkommen Latte. Ob da irgendwie eine Latte ist. So. Wer jetzt einen Lattenwitz reißt, du versautest etwas, du. Müssen auch nochmal zu einem Baum da gehen, nur mal zu gucken, ob da irgendwas Neues ist. Was ich eigentlich nicht vermute. Hat sich ja letztes Mal wieder gezeigt, wenn man einmal unachtsam ist, dann kriegt man auf den Kopf. Was ist denn da? Das ist ein Baumkloppen, nicht in die Luft. Wir können auch mal bald wieder so ein paar Lurche gebrauchen, einfach damit wir wieder Rüstung haben. Und zu essen brauchen wir ja eh. Deswegen schnappe ich mir mal eben den hier. So, schon ist geschehen. Die fallen. Richtig crazy. Brauchen ja auch nicht mehr viele. Komm mal mit. Und ich habe echt festgestellt, die Effigies, die bringen einen Scheiß. Dann ist denen so egal, ob da so ein Ding rumsteht. Die hauen dich trotzdem. Kannst du 10 davon hinstellen. Und das bringt nichts. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wie komme ich hier hin. Das war ja echt eine grandiose Idee mit den Dingern. Ach, ich habe mal wieder keine Axt. So. Noch 19. Okay. Eins. Zwei und ganz schnell weg. Ich glaube, die haben auch die Baumstämme jetzt in den. Ja, nee. Jetzt hat der unser Mensch hier keinen Schatten mehr. Ach doch, da ist er. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat unser Mensch keinen Schatten mehr, aber dafür die Baumstämme. Aber ist ja beides jetzt integriert worden. Auch wenn das. Er hat sogar noch die Axt in der Hand, wie man sieht. Das ist ja interessant. Aber wenn man die Baumstämme ablegt, dann ist die Axt komischerweise im Inventar. So. Da kommt er drin. Wir gehen wieder raus. Kollege, du hast eine Axt im Bein. Das ist eher ungesund. So, wir brauchen noch 17. Dann müssen wir endlich nur zwei hohe Bäume fällen. Drei hohe Bäume fällen. Ein paar hohe Bäume fällen. Hallo. Nur mal auf Lager, falls wir noch mal irgendwie in den Genuss kommen, auf Eingeborene zu treffen. Ich glaube, 16 Federn waren das, können wir mitnehmen. Wo sehen? Da. Aber jetzt geht's wieder los hier. Die wollen sich rächen für ihren Kumpan. Sag mal hier. Nee, will ich nicht. Klos könnte ich gebrauchen, aber sonst. Obacht. Aber hier scheint gerade nichts angesagt zu sein. Mich würde interessieren, ob nach dem Laden die Seile wieder im Dorf sind. Da können wir uns eventuell doch mal ein Boot bauen. Da braucht man, glaube ich, wie viel waren das? 15 Seile für? Wenn ich mich recht entsinne. Hau das Ding um. Hau das um. So. Keine Kollegas, dann Stock. Die fallen auch wieder super. So, und Stock. Und ab dafür.
Wie gesagt, ein bisschen doof, dass man die Vögel nicht noch essen kann. Dann, wow, würden die viel mehr Sinn und Zweck haben. Aber nun gut. Oh, jetzt wird's wieder. Ja, tricky. So. Jetzt wieder zur Sicherheit die Axt. Ich kann das nicht haben, ohne Axt rumzurennen. Da macht sich in mir die Unsicherheit breit und das kann ich überhaupt nicht ab. Baumstamm und schnell wieder zurück. Fangen wir uns gleich eventuell mal ein paar Fische. Wir sollten den Typ auch mal langsam gehen lassen. So, und weiter geht's. Schneller, 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 schneller. Das haben wir. Dann kommt jetzt. Das Dach könnte auch daran gelegen haben, dass sie durch das Dach gesprungen sind, weil das Dach einfach noch offen war. Aber das kann ich nicht genau sagen. Ich entwickle den Quatsch ja nicht. Jetzt laufe ich mal ganz todesmutig ohne Blockaxt rum. Und schnell wieder weg. Da waren wohl beim letzten Mal echt. Wie viel waren das? Insgesamt 8 Eingeborene auf einem Fleckchen? Das ist ja schon ein bisschen hardcore so. Wupp, wupp, na, wupp, na. Ja. 1, 2. Ne. So. Wegen der Sicherheit. Boah, wo waren hier jetzt noch welche? Ich hatte hier doch noch Baumstämme rumfliegen, oder nicht? Das ist ein Stein. Och nee, ey, warum denn jetzt. Und wieder so eine alte, so eine eklige. Boah, geh mal weg. Ich versuche in ihrer Sprache mit ihnen zu reden. Vielleicht kann man ja verhandeln. Ich glaube, die fühlen sich beleidigt. So, beide. Wow. Ha. Der war gut. Die Olle rennt weg. Und der Meister ist jetzt, glaube ich, auch hinfällig. Hinfällig? Hinfällig bist du. So. Da war auch nur ein Tennisball drin. Da kommt sie! Mein Weib! Ich habe die Übeltäter bezwungen. Du kannst nun bei mir bleiben. So. Aus. Ende. Na. Nochmal draufhauen ist sicherer. Da liegen schon mal zwei Köpfe. Bin ja fast gewillt, wenn hier schon so viel Zeug rumliegt. Ein großes Ding hier hinzubauen. Und zwar mal ein paar Meter weiter weg. So, ich nehme eben ein paar Einzelteile. So, noch ein. So, 9 Köpfe. Eins. Zwei. Fehlen noch 7. Wo ist denn die alte jetzt? Also, so teilweise. Wo ist sie hin? Laufen noch ein paar. Wo ist sie? Hä? Hab die doch eben hier zerlegt. Wo ist denn die jetzt hin? Flasche? Oder war das hier? Das ist ein Vogel. Nee, 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 nee. Wow. Hä? Hä? Was? Ach, oh Gott, ey, was ist denn heute los? Ich wollte nur mal eben ein bisschen aufnehmen für die Gamescom und was ist. Mann. Der rennt weg. Oh, tatsächlich, der hat eine neue Frisur. Ey, komm mal zurück. Die haben mir eine neue Frisur verpasst. Schaut mal.
Glänzendes. Was ist denn das? Sind das so, so Dreadlock? Nee, Quatsch, wie heißen die? Raster? Rastas? Sind das Rastas? Kannst du schlecht erkennen. Ja, red die mal nicht so auf. Ach, komm. So. Siehst du auch wieder aus wie alle anderen. Ich komm auch zu nix hier. Alles nur wegen dir. Da nehme ich jetzt den Kopf mit. Und pack den da dran. So, hast du jetzt davon. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ne, Köpfe, Stöcker. Ich könnte natürlich auch... Von denen können wir theoretisch unendlich Dinger bauen. Weil wir ja immer noch unendlich Arme haben. Das wurde ja bis heute nicht behoben. So, ich will aber irgendwann mal unser komisches Haus da fertig kriegen. Mein Gott. Da ist eben einer hochgerannt. Ich frage mich, ob und wann der zurückkommt. Vielleicht kommt er auch gar nicht. Ih, Spinne. Vielleicht kommt er auch einfach gar nicht wieder. Das wäre natürlich optimal. Das ist kein Baum. Das ist ein Baum. Los. Und selbst wenn die uns einmal hauen, wir haben ja Rüstung an. Nur ist es immer so erschreckend, wenn es plötzlich passiert. Ich frage mich auch, wo die alte eben herkam. Ach, ich mache aber noch einen mit. So, ein bisschen Vorarbeit leisten. So. So, eins, zwei. Beiden sind sie hingefallen, okay. 8 Steine brauchen wir. 11 Stöcker. Das werden wir wohl irgendwie zusammenkriegen. Na, komm. Wie gesagt, bescheuert die Idee mit dem Haus, aber naja. Ist ja schon mal etwas. Da oben können die immer noch durchglitschen. Ich hoffe, dass sie es nicht tun. Jetzt habe ich wieder einen Grund, die Axt auszupacken. Aber weißt du, dann kommen die auch gleich mit ein paar Obermotzen an. Also diese armen Typen. Ich glaube, das sind so... Ich weiß nicht, sind die stärker als die anderen? Oder sehen die einfach nur furchteinflößender aus? Können die nicht mehr? Oh, es wird wieder abrupt Nacht. Sobald die Sonne hinterm Horizont verschwindet. Aber was essen können wir auch wieder. Das ist, glaube ich, gleich mal so eine blöde Idee. Ich habe gerade auch Hunger. Es ist jetzt 2 Uhr morgens. Bin seit 10 Uhr am Aufnehmen. SimCity und The Forest jetzt. Ach, schau mal. Ich will trotzdem gerne mal eben was zu essen. Auf den Grill schmeißen. Ich hoffe mal, der braucht noch ein bisschen. So, Lurch. Feuer. Inventar. Axt. So. Wow. Okay. Scheiße. Fuck! Ich will doch nur meine Ruhe haben hier! So ein Shit, ey. Hunger! Hunger! So. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich weiß auch nicht, ich sehe ihn auch nicht. Naja, dann müssen wir überlegen. Ja, aber ist okay, dann strahl mir aber bitte nicht so ins Gesicht. Nein. Nee, macht aber Spaß. Na ja, gut, wenn du meinst, das macht Spaß, dann macht das Spaß. Oh, die essen wieder ihre Kollegen, ist das eklig. Den wir eben da abgemurkst haben. Lässt jetzt aber wieder Feldstudien zu.
Kann ich ihn auch wieder mitnehmen? Bitte? Die Alte hat mich gesehen. Die Alte hat mich gesehen. Die Alte hat mich gesehen. Ich will nichts von dir. Mach die vom Acker. Ja, wir gehen jetzt einfach weg, ne? Du bleibst noch ein bisschen hier, ne? Was, wir gehen? Unterbrich mich nicht, ich synchronisiere gerade. Wo ist denn der andere hin? Das sieht ja die Kollegen auch einfach einen Scheiß, wenn die da rumläuft. Wie haben sie die so hässlich gekriegt? Aua. Warum habe ich die Kackaxt in der Hand? So ein Shit. Huch. Da ist gerade ein Vogel ins Feuer geflogen. Kann ich mal bitte mal... Da starb sie in einer Rauchwolke. Da rollt der Kopf. Den nehme ich schon mal mit. Aber ich denke mal, es ist ein guter Zeitpunkt, um wieder pennen zu gehen. So, dann gehe ich mal eben schlafen. Und wache auf. Und es ist immer noch Nacht. Aus gutem Grund. Will ich hoffen. Hallo? Da hinten glitzern noch Baumstämme. Sind die so weit gerollt? Da liegen Einzelteile? Hier ist doch nichts. Seht ihr das auch? Das sieht aus wie ein paar Augen, die einen anstarren. Ihh. Ist doch schon ein bisschen gruselig. Geh mal eben hier hoch. Hopp. Sind sie weg? Sind sie wieder da? Ja, Leute, das sieht doch echt aus wie ein paar Augen, das mich anstarrt, oder? Oh, hier interpretiert er einfach wieder viel zu viel rein. Das kann natürlich auch sein. Ich lebe mir einfach wieder hin. Könnte auch ein Fehler sein. So. Lass mich pennen. Was ist denn los? Hängt die wieder irgendwer fest? Sind sie auf dem Berg oder? Hä? Ich verstehe die Dramatik nicht. Ach, da oben stehen sie. Ich glaube, die klöppeln da was hin. Ich gehe die mal besuchen. Hallo. Hallo, Nachbarn. Aktiviert. Da kann er plötzlich wieder rennen. Was ist denn nun? Lässt du mich jetzt pennen? Oder willst du angreifen? Ich frag nicht nochmal. Lässt du mich jetzt pennen oder willst du angreifen? Oh, Freund, schön, die mir das Leben durch zur Hölle hier. Halt! Ach, halt!
So, tot. Für meine Ruhe. Scheiße. Kack, Nachbarn. Willst du nachts pennen? Was machen die? Bauen hier irgendeinen Scheiß auf oder stehen blöd in der Gegend rum. Ist doch kacke, sowas. Ich komme jetzt wieder runter. Mann! Ach, Scheiße. Nachbarschaft. Kacke. Ich hätte mir ein Haus kaufen sollen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal pennen und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Tschüss.